Wer war eigentlich die heilige Cäcilia? Cäcilia lebte laut der kirchlichen Tradition Anfang des 3. Jahrhunderts in Rom. Schon sehr früh weihte sie ihr Leben Jesus Christus. Doch ihre Eltern verheirateten sie mit Valerianus, einem Heiden. In der Hochzeitsnacht erklärte Cäcilia ihrem Ehemann, dass ihr ein Engel als Beschützer ihrer Jungfräulichkeit zur Seite stünde. Valerianus respektierte ihren Wunsch, keusch zu leben, unter der Bedingung, dass er den Engel sehen dürfe. Cäcilia sagte ihm, dafür müsse er sich zum Christentum bekehren. Valerianus ließ sich daraufhin taufen und als er von der Feier zurückkehrte, sah er den Engel, der Cäcilia einen Kranz aus Rosen reichte. Auch Tiburtius, der Bruder des Valerianus, wurde bekehrt und die drei kümmerten sich fortan um Arme und Kranke und bestatteten christliche Märtyrer, was damals zur Zeit der Christenverfolgung sehr gefährlich war. Die beiden Brüder Valerianus und Tiburtius wurden deswegen hingerichtet. Cäcilia sollte im heißen Wasserbad erstickt werden, doch sie empfand nur Kühle. Daraufhin versuchte der Henker, sie dreimal durch Schwerthiebe zu enthaupten. Die schwer verwundete Cäcilia lebte noch 3 Tage und verteilte in dieser Zeit ihre Reichtümer unter den Armen, bis sie der Legende nach am 22. November 230 starb. Für ihr beispielhaftes Leben verehren wir sie noch heute. Und übrigens, Cäcilia ist Patronin der Kirchenmusik und der Dachverband der katholischen Kirchenmusik in Deutschland ist nach ihr benannt. Dieses Patronat verdankt sie kurioserweise einem Übersetzungsfehler, nachdem sie auf ihrer Hochzeit selbst die Orgel gespielt haben soll. Deswegen wird Cäcilia häufig mit einer Orgel als Attribut dargestellt. Oh.